Hallo, mein Name ist Jens Wörmann, ich bin Mitarbeiter der Firma Tennispoint und das ist Emma. Und wir wollen euch heute zeigen, wie man auch im Wohnzimmer die Beinarbeit im Tennis üben kann. Wir haben einen Raum zur Verfügung, der ist ungefähr 3x2 Meter, das reicht völlig. Und benutzen noch zur Abwechslung eine Koordinationsleiter und einen Balance Ball von Pools. Ihr könnt das aber auch ohne Materialien machen oder euch auch selber welche ausdenken. Das ist nur zur Variation, um eben noch ein bisschen mehr Spaß zu haben. Okay, wir fangen an als erstes mit der offenen Stellung in der Vorhandseite. Ihr fangt immer mit einem Split-Step an, lauft dann zur offenen Stellung in die Vorhand und drückt euch dann mit dem rechten Bein ab. Okay, ja. Und, nee, direkt, Abdruck, zurück zu mir. Und, deutsche Seite gedrückt, aus dem Split-Step und zack. Genau, und jetzt gehst du über den Balance Ball. Zack, drückst dich ab und durch die Koordinationsleiter zurück. Genau. Und nochmal aus dem Split-Step, mit rechts, Abdruck, genau, und durch die Leiter zurück. Genau, da kann man alle möglichen Varianten reinbringen. Mit rechts, Abdruck, nach vorne und. Genau, und einfach noch. Und über rechts, Abdruck, zack, genau. Und durch die Koordinationsleiter zurück. So. Und was mit der Vorhand geht, geht mit der Rückhand natürlich auch. So, bei der Rückhand gibt es ja zwei Stellungen. Einmal die offene Stellung und die geschlossene Stellung. Wir fangen einmal mit der offenen Stellung an. Da ist der Abdruck, Schlagstift mit links. Aus dem Split-Step. Und mit links, Abdruck. Genau. Und mit links und Abdruck. Genau, jetzt geschlossen. Ist mit rechts. Auf dem Split-Step. Mit rechts, ab. Genau. Und auf dem Split-Step. Mit rechts, ab. Und jetzt beides über den Balance Ball. Einmal mit der offenen Stellung. Und durch die Koordinationsleiter zurück. Genau, schieben wir ein bisschen flach. Und nochmal. Offene Stellung. Und mit links, Abdruck. Ja. Und durch die Koordinationsleiter zurück. Genau. Und jetzt die geschlossene Stellung. Auch ein bisschen größer. Mehr brauchen wir nicht. Und auf dem Split-Step. Jetzt mit rechts über den Balance Ball. Genau. Durch die Koordinationsleiter springen. Auf. Und rechts. Jawohl. Genau. So, jetzt machen wir eine Variation. Geh durch die Leiter. Jetzt sage ich dir immer an, welche Stellung du nehmen sollst. Offen. Gut. Und durch die Leiter. Genau. Und geschlossen. Genau. Komm, so, versuch dich nochmal. Versuch dich nach vorne über den Balance Ball abzudrücken. Genau. Und geschlossen. So, und nach vorne abdrücken. Jawohl, mal rechts. Okay. Und durch die Leiter. Genau. So. Kurze Pause. Und wir haben ja noch eine Art der Beinarbeit vergessen, und zwar die geschlossene Stellung mit der Vorhand. Die kommt ja am meisten vor, wenn man in der Vorwärtsbewegung ist oder nach vorne zum Ball läuft. Deshalb wechseln wir jetzt einmal die Stellung. Kann man auch wieder mit Balance Ball machen und einmal wieder ohne. Machen wir das einmal ohne. Okay. Und wichtig ist jetzt, für den Rechtshänder über das linke Bein zu kommen. Und Vorwärtsbewegung. Mit links, genau. Und um den Balance Ball, genau, durch die Leiter zurück. Und linkes Bein nach vorne, genau. Und zurück. Und jetzt über den Balance Ball. Und komm. Und ab, links. Und ab, nach vorne. Jawohl. Und durch die Leiter zurück. Gut. Und letzte, komm, einmal noch. Jawohl. Und durch die Leiter zurück. Da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ihr seht, ihr könnt auch auf kleinem Raum einigen Hilfsmitteln die Beinarbeit im Tennis üben. Das war nur ein kleiner Beitrag von uns und ich hoffe, wir sehen uns wieder. Danke. Ciao. Advantage You.